Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute wollte ich euch zeigen, wie man Lesezeichen mit Laminierfolie macht. Und zwar keine normalen Lesezeichen, sondern mit Schüttelelementen. Also das heißt so ein Schüttellesezeichen, würde ich mal sagen. So, ich habe hier ein Buch, das seht ihr, ne? Da habe ich hier so eine Tasse. Die ist zwar ein bisschen zu groß, aber es ist eigentlich nur, um zu zeigen. Und hier eins mit so ein bisschen Schleifenband, damit man sieht, dass das toll in einem Buch aussieht. Und das hier, das ist ein Lesezeichen mit Schüttelelement mit drin, wie ihr seht, ne? Das ist jetzt etwas breiter, weil ich da dieses Vellum einlaminieren wollte, weil mir das so gut gefiel. Und ja, das heißt, ihr könnt ganz genau auch Vellum einlaminieren. Ne? So sieht das aus. Deshalb ist das halt ein bisschen breiter, halt wie diesem Spruch. So, das andere hier, das ist auch mit Schüttelelement, wie ihr seht. Ne? Kann man schön hin und her schütteln. Und da habe ich einen Sticker einlaminiert. Okay, so. Und das zeige ich euch heute, wie man sowas macht. Natürlich, das macht sehr viele Geräusche, ne? Was halt so ein Schüttelelement halt macht. Okay? So, diese beiden Sachen zeige ich euch heute, wie das funktioniert. So, wie ihr wisst, ich lege die mal kurz beiseite, brauchen wir wieder mal ja, Laminierfolie. Hier habe ich eine große. Und hier eine A5. So, die A5, die schneide ich mir erstmal in zwei. So, ich glaube, damit geht das gut. Die könnt ihr euch jetzt breit machen, so breit, wie ihr sie möchtet. Okay, ich würde mal sagen, 3 Inch. Ich glaube, das ist okay. Dann hat man auch was. Das sind, sagen wir mal, 7,5 cm. Gucken mal. So, die schneide ich mir einmal durch. Da habe ich eine. Und die hier, wie groß ist die jetzt? Ein bisschen mehr hat die. Dann schneiden wir uns die auch auf drei. Schauen wir mal, ob ich das jetzt so hinbekomme. Wie habe ich hier geschnitten? Das ist ja gar nicht gerade. Moment mal, da muss ich aber jetzt einmal gucken, weil ich glaube, dann ist die andere auch nicht gerade. Jetzt war ich wieder zu schnell. Macht aber nichts. Schauen wir einmal kurz, ob ich die jetzt nicht zu. Oh, noch ein bisschen schief, ne? So. Ist aber nicht schlimm. Dann so. Okay. So, ungefähr, ne? Also ihr macht die auf die Breite halt, wie ihr Lust dazu habt. Ich mache jetzt zwei Lesezeichen, weil ich euch zwei verschiedene Sachen zeigen wollte. Und ja, was machen wir? Wir nehmen die erstmal die Folien auseinander. So, okay, dass wir jeweils zwei haben. So, und dann legen wir uns die zusammen. So. Aber richtig gelegt wäre am besten. Also das glänzende nach innen und das andere nach außen. Und dann legen wir uns die in unsere Laminierfolie. So. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht im Bilde, ne? Was ich hier tue. So, ich lege das mal kurz beiseite, so dass man sieht, was ich hier tue. So, also die lege ich mir zusammen und dann in meine Laminierfolie. Und die beiden anderen das gleiche, also das glänzende nach innen
und das Matte nach außen und dann hier rein. So. Okay. So, jetzt habe ich zwei Stück. So, in den einen möchte ich, mache ich jetzt ein Lesezeichen für Weihnachten. Da lege ich mir so ein Stanzteil raus. So, das lege ich mir hier dran. Und auf den anderen klebe ich mir einen Sticker. So, und zwar hier so ein Schmetterling. Schauen wir mal, ob der jetzt da drauf passt. Ja, so. Und den rauf. Okay, dann schließen wir das Ganze. Gucken einmal, ob alles gerade liegt. Das können wir ein bisschen hoch tun. So. Und dann durchs Laminiergerät erstmal. Okay. So. Lasst euch auch ein bisschen Platz zwischen den Folien, weil das müssen wir ja noch alles auseinanderschneiden. Ne? So. Der hier ist nicht gerade. Wir werden sehen, ob es klappt oder nicht. Aber ich denke schon. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch zweimal durchschlaufen lassen. Ich bin jetzt gespannt, ob es funktioniert. Ich denke, es ist okay. Ja, das könnte... Müssen wir gucken. Das eine ja, das andere weiß ich nicht. Kann sein, dass der Sticker ein bisschen zu groß war. Jetzt schauen wir einfach, sonst machen wir noch ein neues. Ja, lassen wir das mal durchgehen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Wie gesagt, man kann es auch zweimal durchlaufen lassen. Ist so, wie man Lust und Laune hat. Und wir werden sehen. Schauen wir mal, was ich hier habe. Ich denke, das könnte okay sein. Wisst ihr was? Komm, ich gehe noch mal. Ich lasse es noch mal durch. Da sind doch ein paar Bläschen drin. Lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Da geschieht nichts, das könnt ihr ruhig einlaminieren. Ist absolut kein Deal. Und in der Zwischenzeit, wie ihr seht, Vellum lässt sich locker einlaminieren. Und da habe ich mir noch zwei Taschen gemacht für meine etwas größeren Stempel mit so einem Teil drin. Und auch eine, ja, halt so gedreht, ne? Wo man hier oben. Und wie ihr seht, also Vellum lässt sich locker einlaminieren, also absolut kein Ding, ne? Für euch Taschen zu machen und was auch immer, die etwas zu verschönern, ist immer okay. So, dann warten wir mal, bis das durchgelaufen ist. So, das Ganze ist jetzt durch, ein zweites Mal, und jetzt sieht das schon viel, viel besser aus. So, dann schneiden wir uns mal diese beiden Sachen aus. Nehme ich mal kurz hier mein Schneidebrett. Ich lasse hier auch gute, ja, gut Platz, sagen wir mal so, damit sich das, dass das auch schön zu bleibt. So, schauen wir mal. Da kann ich noch ein Stückchen mehr abschneiden. So ist das schon viel besser. Und dann auch hier zu dieser Seite. So, das ist okay. Und dann kommen wir hier zu diesem Teil hier. So.
Was kann geschehen, wenn man zu viel abschneidet? Das eigentlich nicht allzu viel, außer dass sich die Tasche öffnet. Ne? Dann muss man es nochmal durchlaminieren. Mit einer neuen Folie oder halt mit Klebeband arbeiten. Ne? Mehr geschieht eigentlich nicht. Also es wird nur, dass man halt keine Tasche hat. So. Ja, ich würde mal sagen, lassen wir es mal so. Und dann schneiden wir unsere Taschen offen. So. Diese offen und dann einmal diese hier. So. Und das war es eigentlich schon mit den Taschen. Wenn wir das jetzt hier öffnen, so. Schauen wir mal, ob das jetzt so. Ja, ich glaube, es ist super. Ist bis oben, bis unten offen. Also mit einem Sticker drauf und hier halt mit einem Stanzteil. So, einmal auflockern. So. Und dann können wir das befüllen mit dem, was wir wollen. So, für hier nehme ich das hier. Wenn ich das jetzt offen bekomme. So, so das werde ich mit so Pailletten und solche Sachen befüllen. Ist ja eher so ein Weihnachten-Dings. So. Ja, ich kann da noch ein bisschen reintun. So. Ah, das ist jetzt ein bisschen statisch aufgeladen, aber das legt sich auch wieder. So, ich denke mal, das genügt für diesen hier. So, damit da nichts rausfällt, kleben wir das mit Klebeband. Schließen wir das hier oben. So. Einfach oben ein bisschen schließen. Ich nehme mir noch eins, war nicht lang genug. So, keine Panik, das wird man später nicht sehen. Da kommt noch eine Verzierung oben drauf. Von daher könnt ihr das ruhig festkleben. So, alle. So, schon ist das Ganze fest. So, und wie ihr seht, ne, ja, das braucht jetzt ein bisschen, bis sich das findet. Entschuldigung für den Krach. So. So, okay. Und was ich halt an diesem Teil toll finde, ist, dass das nirgendwo kleben bleibt. Ne? Das rutscht alles wieder ab. Nicht so wie mit Foam Tape oder so. Von daher finde ich das eine richtig klasse Idee. So, das wäre mal der eine. Und dann diesen hier, den füllen wir auch. Den Schmetterling hier. So, und da habe ich hier so ein paar Sachen. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen hiervon. So. Ein bisschen davon. Ein bisschen helles. Ja. So. Oh, komm, wir machen noch ein bisschen von dem hier rein. So, ein bisschen eine andere Farbe. So, und schauen wir mal, ob das genügt. Ich glaube, da kann noch ein bisschen mehr rein.
Da kann auch ein bisschen von diesem Flitter hier rein. Na, jetzt habe ich alles an den Fingern hängen. Macht aber nichts. So. So, hier liegen auch noch welche rum. Hier noch so ein Herzchen. So, ich denke mal, es genügt. Also da könnt ihr reintun, so viel ihr möchtet. Ne? Aber ich denke mal, das hier ist okay. Ja, das ist okay. So, und dann schließen wir das Ganze. So, hier habe ich etwas mehr. Das kann ich dann abschneiden. Abgeschnitten und schon haben wir unsere Schüttelelemente fertig. So, jetzt fehlt uns nur noch hier oben so ein Teil. Ja, manchmal sind etwas dickere Sachen. Was ist denn das? Oh, da sind mehrere davon. Ja, die fallen aber auch noch runter. So. Dann schauen wir mal. So, was möchte ich hier oben haben? Ich glaube, für dieses hier habe ich noch so ein Teil. Ich mag es halt, wenn es glänzt. Und ich mache das jetzt auch extra groß. Also, weil ich gerne Platz haben möchte. Weil da muss ja noch ein Loch rein und ich brauche einen Bleistift. So, ich drehe mir das mal um. So, ich denke mal, so ist das okay. Damit ich weiß, wo ich mir das abschneiden werde. So, nehmen wir mal das kleine Schneidmaschinchen hier. Dann schauen wir mal, wie viel möchte ich jetzt davon haben. Dann noch so ein Stückchen, 5. Und das ist 5. Das heißt, hier falte ich mir das Ganze. Okay, dann machen wir das auch noch. Einmal kurz Falzbrett. So. Und dann falzen wir uns das. So, nehme ich jetzt mal dieses hier. Nein. So rum. Das ist hier an der Kante. So. Okay. Und dann wird das gefalzt. So, und das kleben wir uns hier dran. Aber so, dass wir hier oben nur ein bisschen Platz haben. Denn wenn wir jetzt da ein Loch reintun, wollen wir ja nicht, dass es unser durch unser Plastik, weil dann verlieren wir unsere Teilchen hier. Ne? Dann ist es ja offen. So, das heißt, das kleben wir uns jetzt so an. Man könnte das auch noch einen Rand machen, wenn man das möchte. Also das ist jedem überlassen. Ich lasse das jetzt mal so. Und dann nehmen wir uns Klebeband. Klebeband. Ich glaube, hier nehme ich das dicke. Oh nein, wisst ihr was? Ich nehme meinen. Jetzt fällt alles runter. Ich nehme den Roller. So, damit können wir das alles richtig gut verkleben. So, einmal zu dieser Seite. So, ich lege mir das hier hin, dass ich ungefähr gerade bin. Ne? So, und dann lege ich mir das hier so drauf. So, dann klebe ich das mal fest. Und dann hier machen wir das Gleiche. Überall Kleber.
Und das kleben wir auch richtig fest hier. So. Gut mit dem Falzbein rüber. So. Und so haben wir unser erstes Lesezeichen verschlossen. Man kann sich das auch kleiner machen. Ne? Das muss jetzt nicht so groß sein. Ne? Hängt immer davon ab, wo... Ach so, jetzt sind sie unten. So, dann brauche ich noch ein Stückchen Papier hierfür. So, da habe ich schon gedacht, ich glaube, ich arbeite ein bisschen. Das hier gefällt mir gut. Dieses Papier hier. Das hat mich irgendwie... Das hat es mir angetan. So. Und das machen wir jetzt nicht genauso lang, das machen wir etwas kleiner. So, ich würde sagen, 3. Das genügt dann bis hierhin. 3, 1, 2, 3. So, bis hier. Und bis hier. So. Wo habe ich mein Schädchen hier. So, dann schneiden wir uns das. So. Und einmal hier. So, und das wird dann in der Mitte gefalzt. Da mal ein Strich, sonst wird das nichts. So, dann kann ich mir das hier genau so machen. Wir das mal so, dass ich was sehe. So ungefähr. So. So, das ist jetzt etwas schmaler. Klebeband. So. Und das klebe ich jetzt hier ran. So. Gut drüber. Und dann auf der anderen Seite auch festkleben. So. Und dann gut mit dem Falzbein rüber. So. Dass das sich gut verbindet und schon habt ihr das verschlossen. Okay. So, was fehlt uns jetzt noch zum Lesezeichen? Da fehlt uns noch ein Loch, eine Öse und irgendein Schleifchen oder was man gerade nutzen möchte. Ich nehme mal meine Ösen. So. Ich nehme jetzt die. So. Meine Krokodil. Und dann ja, mit dem Großen machen wir uns mal ein Loch. So, ich mache das ungefähr. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. So. Und dann hier auch. So. Und dann machen wir ein Öschen da rein. Zwei. So. So,
Klößchen, die machen wir hier rein durchs Loch und dann hier diesen Teil hier rauf. So, und dann das festmachen. So, da hatten wir mal ein Teil und das gleiche bei dem anderen. So. Die Ösen sind drin. Na. Und dann brauchen wir noch ein Stückchen Schleifenband. Ich habe hier noch welche liegen. Das geben wir hier durch. So. Einmal hier durch. Knoten und dann, das macht man so lange, wie man Lust hat. Na, meine Schere, die möchte nicht mehr. Die wird stumpf. Moment. So. 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 Das wäre mal das eine. Ja, wenn ihr etwas dickere Sachen reintut, das kann immer sein, dass das ein bisschen hängen bleibt, ne? Aber wenn ihr das ab und ein bisschen geschüttelt habt, dann ist das wieder okay. Das kommt sehr gerne mal vor, wenn man etwas dickere Sachen da reintut, ne? Wenn die sich ein bisschen drehen im Innern, dann kann das sein, dass das ein bisschen stört. So, und dann hier rein. So, festbinden. Und dann das Ganze. Da könnt ihr euch auch garn mit Perlen oder was auch immer rauf tun, ne? So wie ihr Lust dazu habt, okay? So. So, und somit wären eure Lesezeichen fertig, ne? Nehmen wir mal ein Buch. Hier einfach nur mal das hier. Schon, das kann man hier rein tun und schon weiß man, wo man sein Ding hat. Das gleiche hier mit. Ne, das sind jetzt die Größe von diesem Buch hier. Und dann weiß man schon, wo man seine Seite im Buch hat, wo man aufgehört hat zu lesen. Oder in, keine Ahnung, Kochbuch oder was weiß ich, wenn man sich irgendwie ein Rezept aussucht und fürs Wochenende oder so, damit man weiß, wo man es wiederfindet. Also, das sind die Lesezeichen gewesen. So, dann haben wir noch das hier, also mit Sticker. Hier ist ein Stanzteil. Und dann, wo ist das andere? Das habe ich hier. Halt ein Vellumsstück drin. Das ist dann halt nicht genauso durchsichtig, aber deshalb im hinten. Ne? So. Meine Lieben, das sind die laminierten Lesezeichen. Wie man eine Schütteldings daraus machen kann. Durch diese Sachen hier bin ich auf was anderes gestoßen. Und ich hatte noch so ein kleines Teil übrig. Wo habe ich das denn jetzt? Ein mini kleines Teil, wo ich mir auch so Sternchen reingetan habe und das festgeklebt habe. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch auch ein tolles Teil für Schüttelelemente, halt Schüttelkarten zu machen. Da braucht man kein Formtape mehr. Es klebt nicht mehr an den Seiten und so weiter und so fort. Ne? Und es bleibt auch dünner. Da habe ich das ausprobiert und mal eine Schüttelkarte ausprobiert. Und wie ihr seht, das funktioniert richtig gut.
Und die Karte ist nicht zu dick. Nicht so dick, wie wenn man Formtape nimmt. Ne? Einfach zwischen ein Stück Papier und die Karte geklebt. So sieht man auch nicht, wo man das angeklebt hat. Man hat einen Schütteleffekt. Ja, und schon hat man eine Schüttelkarte gemacht mit Laminierfolie, wo man halt sich einfach so eine Tasche wie das hier macht. Ne? Das seht ihr ja hier. Oben einfach zuklebt und schon könnt ihr das einkleben. So, das seht ihr jetzt hier nicht, aber ich habe das sogar, das ist nicht so quadratisch. Ich habe mir meine Laminierfolie, bevor ich sie zur Tasche gemacht habe, gestanzt, damit ich auch eine ovale Form habe. So ist meine, ja, ich habe es jetzt festgeklebt, sonst hätte ich euch das zeigen können. Das heißt, es ist ein bisschen größer als dieses Teil hier und ich habe das so einlaminiert. Und dann, wo die Tasche fertig war, mit einer etwas größeren Stanze das Ganze nochmal ausgeschnitten und dann oben ein bisschen eine Öffnung. Aber so hat man auch schon die Form von der, wie man es gerne hätte. Also diese Form hier, wo die Schüttelelemente drin sind, ist auch oval gewesen. Okay, das, ja, ich sehe es, wenn ich es vor mir liegen habe, aber ihr in der Kamera wahrscheinlich nicht. Das heißt, man kann sich da auch richtig coole Schütteleffekte oder Schüttelkarten machen oder andere Sachen. Dadurch kam ich noch auf eine andere Idee und ich habe mir ein Notizbuch gemacht, wie wenn ich nicht genug Notizbücher hätte. Mit, ja, wie ihr seht, ne, schön groß, eine große Tasche und das macht schön Lärm, habe ich mir einfach mal hier oben ja, ein Cover mit einem Schüttelelement gemacht, was aber mit Laminierfolie gemacht worden ist. Ne? So, ja, kein Formtape, nix, nada. Schön flach und man hat trotzdem sein Schüttelelement. Ne? Ah, ich mag es, wenn es so. Und man kann hier schreiben. Und da habe ich mir so ein kleines Notizbuch gemacht. Mit hinten, ja, einfach nur einem anderen Stück Papier. Und schon hat man sich ein Heftchen gemacht. Ne? So könnte man sich das auch noch mit ganz wenig. Das hier sind jetzt Reste von Diamond Painting Perlen, die ich mir als Schüttelelemente gemacht habe, hier reingetan habe, wie ihr seht. Ne? Es macht ordentlich viel Krach. Aber ich finde es cool, wenn man das so öffnet und dann hat man dieses ja. So. Meine Lieben, das war mein Video über Schüttelelemente mit Laminierfolie. Ob man sich ein Cover macht. Ja, das war nur ein Beispiel. Schüttelkarten. Lesezeichen. Was auch immer man gerne möchte. Vielleicht ein Schlüsselanhänger oder so. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Was immer geht. Mit Laminierfolie könnt ihr so viel machen und so leicht. Ihr habt es ja gesehen, ne? Einfach euch eine Tasche machen und dann füllen, oben zukleben und schon habt ihr ein Schüttelelement. Ihr könnt es stanzen. Es gibt wieder so viele Möglichkeiten, was man damit tun kann. Also probiert es aus. Sagt mir, wie es für euch gelaufen ist, was ihr ausprobiert habt. Könnt ihr mir in meiner Facebook-Gruppe, könnt ihr mir posten, eure Fotos posten, was ihr so gemacht habt. Würde mich sehr interessieren, was euch so einfällt, was man noch so alles mit Laminierfolie und Schüttelelementen, was euch so einfällt, um auszuprobieren und zu machen. Vielleicht kommt ihr ja auch noch auf andere tollen Ideen. Und ja, wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Wenn noch kein Abo, lasst mir ein Abo da. Ihr wisst, es ist kostenlos und es wird mich riesig, riesig freuen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als wie immer. Passt auf euch auf, bleibt gesund, vor allem kreativ und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!